Guten Morgen, YouTube, moin ihr Kekse. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich bin jetzt heute Sonntagmorgen auf der German. Ach, gar nicht German, ist doch gar nicht wahr. Das heißt ja gar nicht German, das ist ja viel geiler als die German Comic-Con. Es ist die Comic-Con Experience hier in Köln. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist jetzt 10.33 Uhr, laut meiner Uhr. Heißt natürlich auch, dementsprechend sind die Besucher noch nicht da. Ich kann euch jetzt kurz mal zeigen, wie es hier so aussieht, ohne Menschen. Wenn ihr das Glück habt, mal hier vorbeizukommen oder jetzt zu dieser Uhrzeit. Draußen ist schon richtig viel los. Guten Morgen, guten Morgen. Draußen ist schon richtig viel los, die Schlangen sind schon echt lang. Bevor ich jetzt hier mal groß was zeige, ich möchte gerne mal aufkommen, weil es nervt mich auch. Bei Facebook und sonst was, da gibt es so viele Hasskommentare gegen diese Convention, was ich nicht verstehen kann. Nummer uno, die Roleplay Convention, die RPC, die gibt es nicht mehr. Es ist keine Roleplay Convention hier, es ist ein ganz normales und anderes Format. Es gibt diese Convention nicht mehr. Man kann es euch vergleichen. Zudem sind alle Aussteller, die bei der Roleplay Convention waren, also die Medieval-Märkte oder die, hier mal zum Beispiel, Fast and Furious, da könnt ihr euch in Phasenmotoren reinsetzen und die bewegen sich so richtig mit Action und so. Also die ganzen Aussteller, die gibt es hier auch. Zwischen den Hallen sind immer einmal Medieval Market, einmal komplett und einmal dieses Wasteland-Szenario. Klasse. Danke. Also ich bin heute jetzt im Sommer nur eine Stunde da. Also um 12 Uhr bin ich wieder weg. Moin Danny. Weil ich bin heute auch das allererste Mal, einzige Mal ohne Kamera dabei. Ich habe mein Handy dabei, was ich sehr geil finde. Das hat zwar nichts mit den Besuchern zu tun, aber das finde ich super klasse von der Convention. Das habe ich auch im Convention-Stick nicht erwähnt. Also werdet ihr das jetzt quasi nur hier in diesem Video erfahren. Ihr seht hier das blaue Armband. Das ist die Creators Lounge. Die haben hier eine extra Abteil, wo man als Creator sich aufhalten kann. Das ist eine Lounge, da kriegt man was zu trinken, da kriegt man ein bisschen was zu futtern und halt WLAN. Yay! Und das ist cool. Macht Spaß. Also da fühlt man sich als Creator schon oder als YouTuber so ein bisschen gewertschätzt, ja. Und daher passt das. So, jetzt habe ich mal hier was ganz, ganz Schönes, was ganz Hübsches. Kann ich die Kamera drehen, ja. Und zwar bin ich jetzt hier am Warner Brothers Stand. Und das Geile ist, Achtung, es dreht sich nicht, schade. Dreht sich jetzt, ja. So, hier am Warner Brothers Stand. Die Autos, die ihr hier seht, die Tumbler aus Batman. Das sind originale Tumbler aus den Filmen. Also die wurden im Film benutzt. Das sind keine Replikas, das sind keine Fanmade-Teile. Das sind die Original-Tumblers aus den Batman-Filmen. Also richtig cool. Könnt ihr noch durchlaufen, aber lassen wir es mal sein. Dann seht ihr hier Hagrids Hütte von Harry Potter. Mit Fotopoint, was ich sehr schade finde, ist, dass man da nicht drauf kann. Also es ist nur ein reines statisches, ja, zum Foto machen. Fotopoint. Sieht mega aus, auch hier der Hippogreif. Ich kann euch ja mal näher ranziehen, weil so weit komme ich nicht, aber ich kann euch näher ranhalten. So, jetzt drehe ich mal wieder um. So, also das ist schon, man kann richtig viele Fotos machen. Allein jetzt hier, wenn ihr hier seht, so, da könnt ihr euch mit Batman. Ich stehe doch mal um. Moin Sebastian. Da könnt ihr euch ein Fotopoint mit Batman, könnt ihr da machen, so tun, als ob ihr Batman quasi helft, die Wand hoch zu klettern, das Haus hoch zu klettern. So, hier ist nochmal der Warner Brothers Stand von hinten. Hier sind ein paar Merch-Sachen. Aber eigentlich ist diese Halle komplett nur für die Experience, für die Fan-Experience gedacht. Ihr habt hier, EMP ist hier, Saturn ist da, mit sehr guten Angeboten sogar. Also Blu-Rays mit Steelbook von Marvel zum Beispiel für 12 Euro. Mega Deal, habe ich auch ein paar gekauft, weil mir noch ein paar gefehlt haben. Guten Morgen, Freddy. Ihr hört auch, was für Musiklautstärke das hier ist. Ihr habt breite Gänge, schön breite Gänge, habt keinen Stress.
Also schon die ersten Cosplayer. Also macht richtig Spaß. Dann habe ich hier den Hulk. Oh, das haben wir umgebaut. Und was auch sehr geil ist, ihr habt jede Menge Fotopoints. Hier zum Beispiel. Das ist nachher ein Punkt, wo ihr, seht ihr auch die auf den Bildern? Dann ist der Spider-Man dort, könnt ein Foto mitmachen und ihr kriegt diese Fotos halt ausgedruckt. Dass ihr dann jeder so ein ja, richtiges Foto habt. Gibt es natürlich, am Marvel-Stand gibt es auch einen. Da könnt ihr euch in so eine Boost setzen. Das machen wir jetzt, mal gucken, ob das schon an ist. Das wäre natürlich witzig, richtig witzig, ob der an ist. Dann machen wir jetzt mit uns, mit euch zusammen, machen wir jetzt mal ein Foto. Das finde ich ja richtig lustig. Live-Foto auf der CCXP. Schauen wir mal. Das ist übrigens die Booth. Und nein, es ist nicht möglich. Er ist noch nicht an. Schade. Ist halt sogar, ihr könnt euch da raufsetzen. Klar, ihr kennt das, das vorher ist eine Kamera. Dann drückt einer so einen Press-Button und dann kriegt ihr halt ein ausgedrucktes Bild. Super. Was ich richtig auch gut finde, ist, ihr könnt euch total austoben. Das hier. Nein, nicht das hier. Ach, guck mal, man kann sich auch groß sehen, ist ja klasse. Also hier ist ein Lego-Store. Der Lego-Store aus Köln hat hier einen extra großen Stand. Und was auch sehr cool ist, Exclusives. Ihr kriegt Sachen, die nur auf der Convention exclusive sind. Hier zum Beispiel den Brickhead. Den gibt es nur, wenn ihr hier für 75 Euro Sachen kauft, kriegt ihr den Brickhead nur auf der Convention hier. Und was ich auch sehr gut finde, seht ihr hier. Lego Movie 2 Minifigures 90 Cent, da habe ich zugeschlagen. Und wenn ihr 5 Euro ausgebt, kriegt ihr so eine kleine Polybag umsonst dazu. Könnt ihr euch da aussuchen, aus so einer Riesentüte, kriegt ihr eine Polybag geschenkt. Also wenn ihr 6 Figuren kauft, kriegt ihr auch noch eine Polybag. Das ist richtig gut. Also Lego finde ich einen der besten Stände hier, wo man die Sachen kaufen kann. Und das hier ist ein VIP-Bereich. Wenn man ein bestimmtes Ticket gekauft hat, kann man hier rein auch sich Sachen zu Güte führen, also Getränke, was zu essen. Hier haben wir Hobbs Customs, Fast and the Furious. Da hinten seht ihr durchblitzend Annabelle 3. Das ist auch so ein krasses Teil. Wenn ihr gestern hier gewesen wärt, hättet ihr Annabelle 3 vor dem Kinostart hier auf der Convention gucken können. Der Film lief gestern Abend um 18.30 Uhr im Thunder Theater. Und auf Thunder Stage und hätte dann den Film gucken können. Ich habe es nicht gemacht, weil mich interessiert der Film nicht und ich hatte auch ich hatte keine Lust mehr, ich war so kaputt. Deswegen habe ich auch heute nur mein Handy dabei, ich habe keine Kamera, keinen Rucksack gesehen, ich habe nichts dabei, ich bin total frei von allem für die letzte Stunde, die ich jetzt heute hier bin. Ja, achso, das ist auch übrigens auch ein Fotopoint, der wird aber nicht benutzt. Ich habe da, glaube ich, gestern eine Person gesehen, danach nie wieder, und zwar Good Boys. Hier. Good Boys. Und man kann ja auch Fotos machen. Und das Witzige ist, ich hätte gerne gesehen, wie Eltern ihren kleinen Kindern, weil es sind auch sehr viele kleine Kinder hier unterwegs, erklären, was das hier ist. Ja, das ist eine Schaukel, wenn Mama und Papa sich ganz doll lieb haben oder rumspielen wollen. Dann auch noch, könnt ihr euch filmen lassen zum Trailer von Fast and Furious. Macht ihr ein paar Posen und dann werdet ihr in den Trailer reingeschnitten. Habe ich natürlich auch gemacht. Ja, da hinten ist dann, hier ist die Auto. Ja, hier könnt ihr Fotos machen. 1, 2 oder 3, 4. Das finde ich ganz gut geregelt. Das ist echt übersichtlich. Dort oben seht ihr, wenn ihr die Treppen hochgeht, ist die Signing Area. Das heißt, da sind dann die Schauspieler oder die geladenen Gäste, die euch die Autogramme geben. Da könnt ihr euch hier anstellen, Tickets kaufen vorher und da oben hingehen, mit denen reden. Und ganz hinten rechts, das ist da vorne, das ist dann der Pickup für die Fotos, die ihr gemacht habt. Also schon richtig cool.
So, jetzt gehe ich euch mal mitten in die andere Halle. Jetzt haben wir 43, wir haben noch 15 Minuten, bis die Horden hier einfallen. Ach so, was ich noch sagen wollte. So. Ihr hört im Hintergrund Avengers, sehr schön. Hoffe ich, dass ich nicht gestrikt wegen der Musik. Ach genau, die Avengers sind ja auch hier und gestern war ein Orchester da. Das hat die Musik live gespielt, fand ich richtig gut. Mega gut. Jetzt gehen wir, glaube ich, zu den... Ja, genau. Jetzt müsst ihr euch mal anschnallen, jetzt kommt was richtig Krasses. Also die Sachen sehen richtig gut aus. Ich schalte mich mal wieder weg, damit ihr was genießen könnt. So, guckt euch das mal an. Apparently, also ich kann nicht alles zeigen draußen, weil das Internet nicht macht. So weit ist die Leitung nicht. Ich zeige es euch mal so, bis hier müsste es funktionieren. Also das ist dieses ganze Wasteland-Szenarien. Es sieht wenig aus, ist aber richtig viel. Und die Jungs und Mädels sind bei den Temperaturen die ganze Zeit draußen. Also den ganzen Tag sind die draußen. Und wir haben jetzt in der Sonne so über 40 Grad. Wir haben jetzt schon 31 Grad und Viertel vor 11. Also richtig übel. Ich probiere euch jetzt mal einfach mitzunehmen durch die Halle. Also vielleicht habe ich das Internet so lange, dass wir den Weg schaffen, einfach mal durch die Halle zu gehen. Das Coole ist, ihr könnt echt viel machen. Wie gesagt, diese Halle hier, die Halle 8, ist die Halle, wo ihr Fotos machen könnt, ohne Ende. Es gibt so viele Fotopoints, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt richtig coole Giveaways und alles. Mir macht das richtig Spaß, also ich habe richtig Spaß hier. Vor allem ist das ganz cool, auch wenn man jetzt gerade nichts los ist, klar, weil die Öffnungszeit noch nicht da ist, einfach mal durchzuschlendern und sich alles in Ruhe anzugucken. Wenn man die Kamera dabei, für Cosplay jetzt gucken und so weiter. Und heute mal ohne großen Stress einfach dort durch die Gegend auf sich wirken lassen. Finde ich auch mal gut. Habe ich mir auch mal verdient. Finde ich. Wen habe ich noch getroffen? Wer war noch hier? Steven Gaten, der ist Moderator hier bei den Panels. Den habe ich noch getroffen. Dann noch ein paar andere YouTuber, deren Namen mir jetzt nicht einfallen. Der von Filmstart war hier. Dann zwei seiner Kollegen. Ich glaube, der eine macht immer so News, der andere macht Videos über Filme. Also Film-ABC-Erklärung und so weiter. Alles so, jetzt sind wir in der Halle 7. Ihr seid noch da, das heißt, das funktioniert noch. Die Messehalle, wo ihr halt Geld ausgeben könnt. Also hier haben wir dann Kaufhof, was total lächerlich ist, weil Kaufhof hat hohe also richtig hohe Preise. Das macht gar keinen Sinn. Oh, Ralf, das ist aber schade. Ralf schreibt gerade, dass er auch gerne hier gewesen ist, aber leider arbeiten muss. Also das ist so die Halle, wo nachher die ganz hinten sind dann Cosplay. Artist Ellie ist hier vorne. Ich zeige das einfach mal ganz kurz. Also hier haben wir dann zum Beispiel Photo Point von den Tolkien, Herr der Ringe. Könnt ihr euch als Hobbit fotografieren lassen. Dann hier Star Wars und Konzertwerbung und Have You Seen This Wizard, davon habe ich auch ein paar Fotos gemacht. Ja gut, der Schrott hier, der ADAC ist auch wieder da, den versteht keiner, warum der hier ist. Den will auch keiner haben. Jetzt kommen die etwas größeren Stände, die auch richtig Kohle haben. Also ihr müsst bedenken, dass die ganzen Stände, die hier stehen, von den Firmen selber sind. Jetzt hier zum Beispiel Hasbro Deutschland. Und dann natürlich die ganzen selbstgebauten Transformer-Cosplays. Richtig geil gemacht. Die laufen natürlich auch durch die Gegend nachher. Jetzt stehen sie auf dem Gestell, seht ihr auch, das ist so ein Metallgestell, da stehen die drauf. Aber ansonsten laufen die auch aktiv durch die Gegend. Und ihr seht schon rechts im Hintergrund von der German Garrison, die ganzen Sturmtruppen, ist ein 1:1 AT-ST. Das ist mein Highlight der Messe. Das Ding ist massiv geil. Guckt euch das mal an. Also ein richtig krasser AT-ST. Also der ist schon richtig gut gemacht. Der sieht aus wie aus dem Film. Nicht so amateurhaft, aber ich finde das Ding richtig gut gemacht. Davor ist auch Speederbike. Also mega. Hier habt ihr dann noch, wenn wir jetzt nach rechts schwenken, haben wir hier noch einen X-Wing. Da könnt ihr euch reinsetzen, einen Helm aufsetzen und eine VR-Brille, eine PlayStation VR-VR-Brille und könnt ein bisschen X-Wing fliegen. Dann haben wir hier Optimus Prime, die neue Version.
persönliche Meinung, ich finde cool, dass der Truck da steht. Der Truck sieht geil aus. Da drin sind dann so Hasbro-Toys ausgestellt, aber das war's. Also das ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, geil, das ist richtig toll. Der Truck sieht cool aus, allerdings war es dann auch schon. Gut. Also hier seht ihr jetzt Merch. Es gibt sehr viele Stände mit Clothings, also T-Shirts, die nicht gerade günstig sind. Das Areal ist alles Merch. Hier fangen wir jetzt an mit Tabletop. Rebel Legion. Hier habt ihr auch nochmal das Gegenstück zur German Garrison, die Rebel Legion mit ihren Astromektroiden. Auch sehr geile Hintergründe. Die Mandalorianer. Also sehr viele Cosplay-Gruppen mit eigenen Ständen und richtig viel Platz. Ihr könnt hier jede Menge machen. Jetzt gucken wir mal hier nach links. So, hier habt ihr jetzt Fallout, das Wasteland. Wenn ihr Fallout spielt, Fallout Vegas, Fallout 47, das ist ja ein bisschen zwar nicht. Dann wisst ihr, was das ist. Es sind geile Bilder. Also das ist alles Fanmade. Wobei man mittlerweile schon nicht sagen kann, dass es nur Fanmade ist, sondern dass die Leute, die sind ja richtig professionell. Die machen das ja, das ist ja bestimmt mehr als Hobby. So, wenn ihr mal ein bisschen da sabbern wollt, das sind mega Statuen. Ich meine hier mega geile Statuen. Richtig krasse Dinger. Also ja. Ich habe geweint, weil die Dinger kosten richtig Asche. Jetzt haben die auch die ganzen Preisschilder weggenommen. Ja gut, nicht alle. Das ist ja recht günstig, aber das Ding, guckt euch mal das Teil an. Also Vergleich, meine Hand ist so. Batman mit so ein paar Freunden. Das Ding ist handgefertigt, handbemalt. Gibt es in zwei Varianten. Also das Ding könnt ihr euch locker für 3.000 Euro. Habe ich ja gerade in der Tasche, nehme ich einmal mit. Habe noch Platz im Auto. Warum nicht? Ich bin zwar kein großer DC-Fan, aber hey, macht Spaß. So, jetzt ist es richtig witzig. Achtung, jetzt ist es richtig lustig. Jetzt wird es lustig. Jetzt wird es ganz lustig. Kommt nämlich Fräulein Mietz. Ja, wer ist denn da? Hallo! Hallo YouTube! Das ist ein Live-Video. Oh, da! Nein, das möchte ich nicht. Doch, das soll ich. Das ist Fräulein Mietz. Guckt mal auf ihren Kanal oder auf die auf Instagram-Account. Ja, gerne. Wie heißt ihr denn genau? Fräulein Mietz Cosplay. Oder auch nicht. Oder. Hast du Spaß? Ja. Weiter geht's. Tschüss! Ja, durchaus. Ich bin da heute auch nur bis 12 Uhr da, dann bin ich nicht weg. Wer ist denn da? Wir fahren auch nach Holland. Ah, was gibt's denn in Holland? Wie lange war die gestern noch da? Bis zum Schluss. Echt? Bis ganz zum Schluss? Ja. Mit? Nein. Nein, nur Milch und Wasser. Die ist ganz liebe. Gut, ich gehe ja nochmal runter. Ich zeige euch nochmal den Rest jetzt, bevor wir hier uns hier verquatschen. Ja, genau. Später. So, ja, das war Fräulein Mietz. Sehr nette Cosplayerin und sehr niedlich, wie ihr gerade gesehen habt. So, jetzt kommt ein bisschen was, wo, ja, hier sind dann so Cosplay-Fotografen. EOS Andy ist auch da, ihr kennt das. Jetzt kommen wir in die ins Area von den ganzen Cosplayern. Auch von den geladenen Cosplayern. Ihr seht hier schon, wer alles da ist. Maul, Cosplay, Kinpatsu, Riddle aus Amerika. Das sind so die Cosplayer, die dann hier stehen. Das seht ihr auch so, ihr könnt euch Autogramme holen, ihr könnt mit denen reden. Fotos machen, alles, was ihr wollt. Und hier haben wir dann so ein paar Aussteller von den Cosplays, selbstgebaute Sachen. Was eigentlich jeder Cosplayer macht. Meine Sachen, mein Helm, den Kranken, den wir da anziehen, wenn wir Bock haben. Also schon echt ein Riesenareal, was hier für Cosplayer bereitgestellt wird als Aufstellungsfläche und natürlich auch, ihr habt ein extra Areal, wo sie sich umziehen können. Also wenn ihr Cosplayer seid und auf die Convention geht, ihr habt richtig viel
ja, es wird auf euch geachtet. Nicht wie auch bei anderen Conventions, wo es scheißegal ist, Cosplayer, mir egal, hier habt ihr, zieht euch mal auf dem Klo um. Nein, hier habt ihr richtig Möglichkeiten, euch richtig umzuziehen und ja, euch auszuziehen und Spaß zu haben und zu präsentieren vor allen Dingen. So, hier ist es jetzt im Moment noch leer, das wird sich nachher alles ändern. Das ist hier die Tabletop-Rollenspielabteilung mit sehr vielen verschiedenen Spielen. Es gibt sehr viele Videospiel-Adaptionen. Hier zum Beispiel Star Wars, da hinten haben wir dann Jade Alliance, habe ich noch gesehen. Dann Fallout gibt es noch ein neues Spiel. Die anderen fallen mir alle nicht ein. Aber jede Menge. So, die ganzen Merch-Stände zeige ich euch jetzt mal nicht, weil das ist wahrscheinlich total uninteressant für euch. Merch habt ihr sonst auch überall. Von daher alles cool. Genau, ich lese gerade hier, ist nicht vollgeknallt, man hat Platz. Das Coole ist auch, ihr seht ja hier, Teppich und links und rechts sind zu den Ständen sind so 1,20 Meter Platz. Das heißt natürlich, wenn jetzt Leute stehen bleiben wollen und zum Stand gehen, ich mach's mal so, dann seht ihr mich wieder. Wenn du jetzt zum Stand gehen willst, dich informieren willst, mit den Leuten reden willst, du blockierst den Hauptgang nicht. Das heißt, ihr kommt locker flockig noch durch. Also das finde ich richtig angenehm. Ihr könnt stehen bleiben, den Leuten quatschen und müsst euch keine Sorgen machen, dass der hinter euch sich gleich das Knie in den Rücken knallt, weil ihr Platz machen wollt, sollt dann der durchkommt. Das passiert hier nicht. Finde ich auch sehr schön. Ja, richtig klasse. So, jetzt seht ihr gerade hinter mir, wir gehen jetzt noch ein bisschen durch die... Ah, moin, wer ist das? Wir sind jetzt ein bisschen durch die restlichen Merch-Sachen. Ich sage jetzt nichts über die Preise. Vielleicht doch. So. Ach genau, das habe ich ganz vergessen. Hier, die Artist Alley. Ihr habt komplett von hier bis da ganz hinten alles die Artist Alley. Und natürlich, wie immer, darf ja nicht fehlen, Panini. Panini Comics hat am ersten Tag noch Sticker rausgehauen. Also hier so Klebebilder, Sticker von Panini, von Mickey Mouse. Die gab es am zweiten Tag, also am Samstag nicht mehr, weil die waren alle weg, am Freitag schon. Das war schon extrem. Hier habt ihr so ein bisschen bekanntere Zeichner. Ich sage einfach mal bekanntere, ich habe da keinen Plan von. Ich habe von Zeichnern gar keine Ahnung. Von daher... Da ist eher so Marc der Ansprechpartner für, weil der steht auf sowas. Ich habe da gar keinen Plan von. Ich filme das kurz, finde das interessant und gehe weiter. Hier haben wir einen sehr coolen Stand von Faber-Castell. Faber-Castell macht Stifte, Zeichenstifte, Kulis und so weiter. Und die haben auch, ist auch so eine Sache. Ihr habt hier, ihr könnt euch selber zeichnen lassen in der Booth. Müsst ihr natürlich anstellen. Dann haben wir hier ein kleines, schönes Gewinnspiel, ihr haut einen Button drauf, wie so eine Slotmaschine. Ihr kriegt halt immer was. Wenn ihr nichts gewonnen habt, dann kriegt ihr halt einen Kuli von Faber-Castell. Und die Qualität ist echt nicht schlecht. Also da kann man nichts gegen sagen. Ich finde es super, macht Spaß, ist lustig. Wenn nicht gerade 5000 Leute stehen und eben warten müsst, wie besoffen. So, doch. Zu den Medieval-Sachen gehe ich jetzt gerade mal nicht. Ach so, ganz schnell nochmal. Die haben hier extra Charaktere entwickelt, muss ich gerade mal zurückgehen. Charaktere für die Convention entwickelt von Faber-Castell. Und zwar seht ihr das hier, die vier Charaktere da vorne. Die gibt es auch als Cosplayer. Die laufen hier als Cosplayerin. Quasi die Live-Version. Hier ist dann ab und zu mal Live-Zeichnung für Leute, die es können. Also ich sage dazu, gehöre ich nicht. Ich zeige mal schnell spontan immer so richtig krasse Bilder. Das Imperium ist auch schon wieder am Patrouillieren. Ja, jetzt gehe ich nochmal schnell zurück zum Start, zum Eingang, wenn ich da jetzt hinkomme. Es sind zwar nur zwei Hallen, die sind aber riesig und groß. Und trotzdem verlaufe ich mich dauernd. Ach nee, da geht's lang. Ah, guck mal, hier gibt es ein paar Iron Man Zeichnungen. Ist ja was für mich. Sehr nice. Vielleicht für einen oder anderen auch interessant, das ist eine neue Firma aus Brasilien.
Die werden jetzt über Heo bald vertrieben, Europa mäßig. Da habt ihr so kleine Statuen. Verschiedene Universen, einmal natürlich DC. Persönlich finde ich sehr gut, was jetzt kommt. Thundercats. Und Harry Potter. Die werden jetzt in naher Zukunft auf dem deutschen Markt kriegen, über Heo im Versand. Das heißt, ihr könnt bei euren Comic-Händlern des Vertrauens, werden die dann nach und nach dann gelistet und werdet ihr dann auch zu kaufen kriegen. Auf der Messe ist zum Beispiel jetzt nur das Angebot, dass ihr die exklusiv hier für 20 Euro kriegt, so Einführungspreis. Oder auch den T-Rex von Jurassic Park. Machen natürlich auch andere Sachen. Ich zeige mal hier den finde ich sehr gut vom Kopf, ja. Fand ich echt extrem klasse. Tony Stark, 280 Euro, finde ich etwas misslungen, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, muss mir eigentlich alles gefallen. So, ich sehe gerade, jetzt kommen die ersten Leute hineingeströmt. Ich versuche euch mal schnell wieder zum Eingang zu bringen. Ich mach's mal so. Bim. Es ist ein her, ich merke schon. Aber ich muss euch sagen, ich habe ein neues Telefon, ein neues Handy. Deswegen. Ich werde mir das Video nachher mal angucken, weil ich nicht weiß, wie es rüberkommt. So, das ist jetzt hier. Ja, ihr seht ja schon, das ist langweilig, hier ist nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Ah, stehen schon wieder da, die ersten. War auch die letzten Tage so. Ich switch mal wieder zurück. Das ist so, was ihr seht, wenn ihr reinkommt. Und zwar ist es ganz cool gemacht, die Cosplayer an sich stellen sich als Spalier auf. Da hinten seht ihr schon. Als Spalier auf, ihr kommt hier rein, seht natürlich die ganzen Cosplayer zuerst, die euch dann grüßen. Und da könnt ihr direkt einem richtig coolen Gefühl in die Convention starten. Geradeaus, wenn ihr es das seht, hier da geradeaus, das sind diese Charaktere, die ich euch gerade bei Faber-Castell gezeigt habe. Das sind die, die quasi extra von Faber-Castell erfunden wurden und von den Herrschaften umgesetzt. Ja gut, das Beleuchtung zeigt natürlich, dass es nicht großartig funktioniert, aber ja, wir haben 11 Uhr, die Menschen kommen hinein. Genießt es einfach mal, was hier alles so abgeht. Die Fanatics, Fantastics von Faber-Castell, Palidis. Der Spiedermann. Das ist jede Menge aus dem